Hallo, ich bin die Barbara. Ich bin 28 Jahre alt und ich reise sehr gerne. Der Grund, warum ich heute am Münchner Flughafen bin, ist ein ganz besonderer. Wir machen eine spontane Reise und ich kenne mein Reiseziel noch nicht. Sowas habe ich noch nie vorher gemacht und ich bin schon sehr, sehr aufgeregt, wie das ausgehen wird. Dann wollen wir mal los. Dann kriegst du jetzt den Reiseführer und ich bin gespannt, wohin es heute geht. Ich bin auch gespannt. Gottes Willen, Amsterdam. Boah, da wollte ich schon immer mal hin. Boah. Und ich bin der Peter und ich begleite die Barbara auf ihrer Reise mit der Kamera. Die Idee hinter diesem abenteuerlichen Projekt ist, wir wollen herausfinden, ob spontane Reisen für Rollstuhlfahrer möglich sind. Deswegen haben wir Barbara nicht vorher verraten, wohin es heute geht. Unsere wichtigste Spielregel ist, ich selbst bin nur Beobachter und kann in das Geschehen eigentlich nicht eingreifen. Hallo. Bitte schön, die Tickets. Wo fliegen Sie bitte hin? Nach Amsterdam. Ich hätte gern für meinen Rollstuhl ein Delivery at Aircraft, dass es nicht auf das Gepäckbeförderungsband geht. Normalerweise bekommen Sie die am Flugzeugtür. Ich nehme Sie beim Wort. Es ist wirklich besonders wichtig, dass ich meinen Rollstuhl sofort beim Flugzeug wieder bekomme. Am Gepäckbeförderungsband kann der Rollstuhl wirklich schnell kaputt gehen. Das habe ich auch schon erlebt. Und was mache ich dann in Amsterdam ohne funktionierenden Rollstuhl? Das geht einfach nicht. Normalerweise fahre ich nicht spontan in eine fremde Stadt. Hotel und Umgebung müssen einfach barrierefrei sein. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich nicht erfahren durfte, wohin die Reise geht. Denn ich hätte mich sicherlich vorher übers Internet informiert. How are you doing? Hey. I need a hotel that is suitable for a wheelchair. For how many nights? It's from today until Saturday. And you want to stay in the city center? Yes, rather in the city center. So that we rather want to stay. Oh, you can turn it around. Yeah, like in this area. This one is the 3-star hotel that's in the area of the museums. So the Van Gogh Museum, the Rijksmuseum and the place where we go out in the night. Nehmen wir das? Was sagst du? Wir nehmen es? Okay. Ja, we take it. Auf meinen Reisen nehme ich am liebsten meinen unverwechselbaren Dalmatiner-Koffer mit. Und zwar festgeschnallt auf dem Schoß. So habe ich beide Hände fürs Rollstuhlfahren frei. Is there a possibility to get in there? A ramp or anything? No, it's just this. Do you mind to help me? No, you have to go around. Also ich lasse mich wirklich nur helfen, wenn es unbedingt notwendig ist. Das ist relativ einfach erklärt. Die meiste Zeit, wenn ich unterwegs bin, bin ich alleine. Und wenn ich aber dann nicht alleine bin und mir jedes Mal helfen lasse, dann verlerne ich, wie das funktioniert, wenn ich alleine bin. Holland ist für mich totales Neuland. Ich war noch nie hier und deshalb freue ich mich ja auch schon so auf Amsterdam. Thank you very, very much. Drauf mit, ohne Koffer schon, aber mit Koffer nicht.
Na bitte, es geht doch. Schauen wir mal. Hallo. Can you help me inside? Okay, thank you. Also das Zimmer ist eigentlich für mich relativ gut. Die meisten Rollstuhlfahrer würden vielleicht nicht darin zurechtkommen, weil es sehr, sehr eng ist. Aber für mich ist es jetzt für die paar Tage in Ordnung. Und auch die Dusche war in Ordnung, dieses Boden eben. Und ich habe einen Gartensessel bekommen, auf den ich mich setzen kann fürs Duschen. Und es hätte vielleicht irgendwo außerhalb schon Zimmer gegeben, die etwas größer gewesen wären und vielleicht auch etwas barrierefreier. Aber wir wollten eben wirklich im Zentrum sein, damit wir alles eben aus dem Rollstuhl und eben zu Fuß erledigen können. Na dann mal los, wo geht's hin heute? Heute machen wir eine Rundfahrt bei den Grachten. Schauen wir mal, wie das wird. Stairs. Alright. Good. And now, oh yes. Yeah. Okay. Okay. Hallo, sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Ich würde gerne auf die Tour gehen mit dem Boot. Ist das möglich für jemanden im Rollstuhl? It is possible, but you have to be able to walk on the boat. No. That's not possible. So there's no way to make this? No, not from our company, no. But at the same station, there's Holland International. They have an elevator to get onto the mooring. Haben wir uns jetzt zu früh gefreut. Excuse me, would you help me in? Yeah. Can you? Okay. Wow. Welcome. Thank you. Mm-hmm. Wir stehen hier vor der Audekerk. Und die ist ungefähr, ja, also als hölzerne Kapelle im 13. Jahrhundert entstanden. Das heißt, sie ist wirklich eine der ältesten Kirchen überhaupt. Okay, also wir befinden uns jetzt vor der Oude Kerk. Das andere war irgendwie das Hinterteil oder so. Das war dann eher mehr Richtung Rotlichtviertel, was ein bisschen nicht so gut war, kameratechnisch und so, für die Damen, die da arbeiten. Ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir hier und jetzt probieren wir mal, wie das ist mit reingehen und schauen uns einmal das Ganze von innen an. Du, aber für die Herren ist das Rotlichtviertel schon interessant. Natürlich ist es interessant, aber die Damen waren nicht so scharf auf die Kamera, finde ich. Die Oude Kerk ist das älteste erhaltene Gebäude in Amsterdam. Die Kirche ist ebenerdig zugänglich. Die üppige mittelalterliche Ausschmückung fiel schon sehr früh dem Bildersturm zum Opfer. Die große Orgel wurde erst 1724 eingebaut und hält für den Besucher so manche Überraschung parat. Der Boden ist übersät mit mehr als 2500 Grabplatten angesehener Bürger der Stadt, darunter Rembrandts Frau Saskia, aber auch Franz Banning Kok, der Hauptmann in der berühmten Nachtwache. Und während ich mich so mit den Details dieser Kirche beschäftige, ist Barbara schon lange auffällig still. Verdammt, ich habe vergessen, ihr Mikrofon einzustecken. Lieber Peter, bitte alle Kabel einstecken, bevor wir aufnehmen. Dankeschön. Can you help me? Sí. Yeah, you just... Very slowly, thanks. Thank you. Wow. There is an elevator to get down to the mooring. Okay. But yeah, the inconvenient thing is that you have to get... Yeah, if... get help there too. Yeah, yeah, if somebody can help me, then it's okay. Okay, all right. We take two tickets, please. Hello. Somebody told me you're gonna help me inside? No, I cannot do that. They told me you will. No. So what are we gonna do? I cannot lift it. So what are we gonna do?
Can you phone them? Buy your ticket. Upstairs with the blonde guy. He said the captain. The company behind the bridge has a special boat for wheelchairs. Und ich bin sauer. Ich würde gerne auf Frachtenrundfahrt gehen. Ja. Ist das möglich als Rollstuhlfahrer? Ja, das muss möglich sein. Normal gesprochen haben wir ein Boot, die speziell für Rollstuhl ist. Das ist heute nicht, das haben wir heute nicht. Aber können Sie ein bisschen laufen? Nein, ich bin gelähmt. Ist es möglich, bei Ihnen auf eine Bootstour zu gehen mit dem Rollstuhl? Mit Rollstuhl, ne? Nein. Okay. Ist es nicht? Meistens haben Sie schon mit Reederei Lofers. Ja, da war ich schon. Das Boot ist kaputt. Ja, das sagen die. Okay, Peter, heute geht's in den Botanischen Garten. Sind wir bei den Karnivoren, das sind die fleischfressenden Pflanzen. Ah, ich glaube, das ist jetzt ein Metasequoia. Und ich bin wirklich eine Baumrinden-Toucherin, das muss ich zugeben. So ein botanischer Garten, das ist für mich wie ein, ich weiß nicht, da bin ich halt zu Hause. Also von Frühjahr bis August werden die ungefähr 3,50 Meter bis 4 Meter hoch. Und haben deshalb auch den Namen auf Deutsch Mammutblatt. Also Barbara, das wird mir jetzt absolut unheimlich. Wieso kennst du dich mit diesen Pflanzen so gut aus? Ja, ich habe die Fachoberschule gemacht für Gartenbau und Gartengestaltung. Und da musste ich eben auch Abitur machen für Zierpflanzenbau im Freien. Und da sind halt irgendwie 800 Pflanzen gefragt gewesen. Und ein bisschen was ist dann doch hängen geblieben, oder? Wahnsinn, das wäre mal ein absoluter Albtraum. 800 Pflanzen. Ah, nein. Ganz im Gegenteil, es ist wunderschön. Ich hatte einen Autounfall, als ich 19 war. Ich war Beifahrerin und das Auto hat sich überschlagen. Die Fahrerin ist auch sofort gestorben. Zurzeit wird das Rijksmuseum renoviert, aber normalerweise ist dort eine große Sammlung der Malerei aus dem goldenen Zeitalter der Niederlande zu sehen. Während des Umbaus sind nur wenige Highlights der Sammlung in einem kleinen Seitengebäude ausgestellt. Und genau da befinden wir uns.
dessen Grabplatte wir in der Auer Kirche gesehen haben, wurde hier von Rembrandt auf einem wunderschönen Gemälde verewigt. Ich habe gelesen, dass es eben nicht immer Nachtwache geheißen hat, das Bild. Es war nicht immer so dunkel, es ist mit der Zeit nachgedunkelt. Und dann wurde es eben umgangssprachlich die Nachtwache genannt. Wenn du es dir jetzt anschaust, kannst du mal sagen, woher das Licht kommt, das da scheint. Das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall auf dem Kind oder auf dem Engel, auf der engelhaften Gestalt, ist irgendwie Licht projiziert und auf den, natürlich auf den Gestalten im Vordergrund. Diese Engelsgestalt soll ja auch herausleuchten, glaube ich, absichtlich. Das ist ja auch so richtig. Das ist so der störende Punkt auch in dem ganzen Bild, ne? Der da eigentlich überhaupt nicht dazu passt, zu dieser ehrenhaften Kompanie. Ja, aber das macht es ja auch total schön. Also die Kleider sind unheimlich lebendig gezeichnet. Alles ist sehr plastisch. Es sieht wirklich so aus, als würden Teile hervorstehen aus dem Bild. Also es ist wirklich ein außergewöhnliches Gemälde. Nicht nur besonders groß, sondern wirklich imposant. Und lebendig. Okay, also heute waren wir wirklich fleißig, Peter. Ich glaube, wir gehen jetzt etwas essen, weil hier sind wir fertig. Man merkt schon, man ist nicht mehr so belastbar wie früher. Man ist nicht mehr so stark wie früher. Man kann nicht mehr so lange arbeiten. Und ich mache auch sehr viel Sport. Ich muss sehr viel Sport machen. Am Anfang war es im Monoski fahren, aber das habe ich aus gesundheitlichen Gründen dann eben beenden müssen. Und dann ging es eben weiter mit Sommersport, mit Triathlon. Und jetzt bin ich hauptsächlich beim sogenannten Pensionisten-Handbiken. Das heißt also hier und da zwei, dreimal die Woche aufs Handbike sitzen und eine Stunde, zwei Stunden Radfahren. Schau, das ist schön. Das ist Romantik. Drin sitzen, zwei Geiger spielen und nerven die ganze Zeit. Das ist was Feines zum Essen und einen guten Wein und dann fährst du durch die Krachten von Amsterdam. Das wär's. Kann ich dir helfen? Nein, danke. Schon seit über einer Stunde auf der Suche nach einer Toilette. Ich habe nicht gedacht, dass das in Amsterdam so schlimm sein wird. Jetzt habe ich ein vielversprechendes Gebäude gesehen, das so ausschaut, als hätte es zumindest eine zugängliche Toilette. Aber wie man sieht, ist es ziemlich schwer, dorthin zu kommen. Jetzt schauen wir mal, ob das irgendwie funktionieren wird. Okay, dann fahren wir mal runter. Okay. Das Ziel rückt näher, das Ziel rückt näher.
looking for a toilet for 1 hour. It can't be true. Stufen rein. Ist vergessen. Can you just give me a little push? Very slightly, very slightly. Oh, very slightly. Yeah. Alright, wir gehen wieder. Es geht da auch nicht. Okay, also mir wurde jetzt gesagt, wir gehen am besten ins Einkaufszentrum und das werde ich jetzt auch machen. Um ein paar Kanten und um den ganzen Scheiß, ja? Dann gehen wir jetzt aber um sowas. Weil wenn sich bei mir nämlich schon der Blutdruck erhöht und ich schon zum Schwitzen anfange, weil ich auf die Toilette muss, dann ist das was anderes. Die Toilette ist im Keller. Do you have a level toilet? No, it's upstairs. Nein. Und dann kam doch der Moment, wo ich die wichtigste Spielregel brechen musste. Es sind 3 Stufen, du musst mir helfen. Was hat dich jetzt eigentlich hier in Amsterdam überrascht? Mich hat vor allem überrascht, dass es eben doch relativ gut mit dem Rollstuhl zu bewältigen ist. Allerdings eben scheitert es an den Details. Also es gibt wirklich ganz selten in einem Restaurant oder in einem Café WC-Anlagen, die barrierefrei sind. Ich hatte es auch sehr überrascht, dass wir sehr schnell ein gutes Hotel gefunden haben. Hast du es dir schwerer vorgestellt? Ja, das habe ich mir wirklich schwer vorgestellt. Also wir gehen jetzt da hinunter zur Kaiserskracht und probieren, ob wir ins Fotografiemuseum hineinkommen. Laut dem Reiseführer ist es nicht barrierefrei, aber vielleicht geht es ja irgendwie doch. Alles klar, ich folge dir. Hi guys. Hallo. Okay, hier ist das Museum. 1, 2, 3, 4, 5. Excuse me, sir, can you tell them inside that somebody in a wheelchair is outside? What am I supposed to do now? No, go over there. I think then we push to... Yeah, we help you or we go up. Okay. You want to go on phone? I don't know if it's not too dangerous, to be honest. Too steep? Oh my god! Oh my god, I'm dying! Voila! Also man braucht schon Mut, um hier reinzukommen in das Museum. Ja, aber es dürfte sich wirklich gelohnt haben, weil wir sind erst bei der Hälfte ungefähr, aber es sind wirklich ausgezeichnete Fotos, wirklich gute Fotos. Und obwohl es einen Aufzug gibt, sind Teile der Ausstellung nur über zusätzliche Treppen erreichbar. Ich verstehe nicht, warum es unbedingt bei so künstlerischen Sachen immer so sein muss, dass die Leute sich darauf ausreden, dass es halt designt und künstlerisch ist und deshalb muss es nicht barrierefrei sein. Ich verstehe es nicht.
I want to go on a cruise with the boat. With the wheelchair? With the wheelchair, yes. Yes. The next one is 10:30. 10:30, yes, please. Two tickets, please. Unser letzter Versuch einer Krachtenrundfahrt begann zwar vielversprechend, aber so weit waren wir ja eigentlich schon einmal. So, Peter, wie hat es dir gefallen? Fantastisch. Ja, ich fand es auch. Also, es war wirklich klasse. So einfach kann das sein. Das finde ich auch. Die lange Suche hat sich in diesem Fall wirklich, wirklich gelohnt. Also, ich war wirklich sehr überrascht, dass man in Amsterdam auch relativ gut mit dem Rollstuhl unterwegs sein konnte. Und das war auf jeden Fall sehr spannend. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen, weil es einfach zeigt, dass man sich wirklich nur trauen muss, auch wenn man eine Behinderung hat. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es schon stressfreier ist, wenn man sich vorhat, das natürlich ein bisschen anschauen kann. Vor allem für mich, weil ich eher so der Planungsfreak bin und die meisten Dinge wirklich sehr gut plane in meinem Leben.